Das Ergebnis der Parlamentswahl in Spanien hat jene aufatmen lassen, die einen Aufstieg der Rechtsextremen befürchtet hatten. Die Partei Vox verzeichnet mit einem Verlust von 19 Sitzen sogar einen Abstieg, anders als ähnliche Parteien zuletzt in Italien, Schweden oder Finnland. Es war ein Ergebnis, das die Umfragen bereits vorweggenommen hatten. Für die konservative Volkspartei, die PP, zeigt sich keine Möglichkeit, eine Mehrheit im Parlament zu erreichen. Bildet Spanien eine Ausnahme in Europa oder war es das mit dem Aufstieg der Rechten? Entonces, bueno, no se puede extrapolar a otros países europeos y no se puede decir, ahora que se ha parado, entre comillas, a la extrema derecha en España, vamos a ver una ola de reacción contra la extrema derecha en otras partes de Europa, porque son extremas derechas distintas, porque son extremas derechas que no han surgido del mismo sitio ni van al mismo sitio. Y también creo que, bueno, en este caso, a Vox en concreto, le va a costar muchísimo con volverse a poner de pie después de la debacle, entre comillas, de ayer, aunque era una debacle ya anunciada. Für Spanien und Europa beginnt nun eine Zeit der Unsicherheit. Die Parlamentswahl verlief inmitten der spanischen EU-Ratspräsidentschaft, die Madrid noch bis Ende des Jahres innehaben wird. Das komplizierte Wahlergebnis wird eine Regierungsbildung erschweren. Auch eine Wiederholung des Urnengangs gilt nicht als ausgeschlossen. In Bruselas pueden haber sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, creo que seguramente sea una satisfacción para ellos que, bueno, la extrema derecha en España no haya terminado de tener un resultado importante, que haya bajado y que tampoco vaya a poder condicionar un nuevo gobierno. Pero, de todas maneras, la aritmética, ¿no?, para formar un nuevo gobierno es un poco incierta, un poco inestable y no queda claro si se va a poder revalidar el gobierno actual de coalición y tampoco queda claro si nos vamos a ver en un par de meses, tres meses, en una repetición electoral, ¿no? Entonces, obviamente, eso agrega incertidumbre en el medio también de la presidencia rotatoria, ¿no?, de España, el Consejo de la Unión Europea. Je länger die Regierungsbildung dauern wird, desto schwieriger wird es für Spanien, seine Kräfte auf die Ratspräsidentschaft zu konzentrieren. Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft in der EU und die Kommission braucht die Unterstützung Madrids, um wichtige Gesetze wie die Reform des Strommarktes und den Migrationspakt umzusetzen.